Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume ein. Für mich, voll Vertrauen will ich auf dich bauen, Herr, ich traue auf dich, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, lege ein neues Lied in meinen Mund, fühle mich neu mit deinem Geist, denn du des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Amen. Ja, damit begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Es ist ja inzwischen eine lange Tradition, dass die Kirchengemeinden Rengsdorf, Hornefeld und Anhausen an Himmelfahrt gemeinsame Gottesdienste feiern. Und jetzt ist es zum dritten Mal so, dass wir hier auf dem Parkplatz beim Rewe in Rengsdorf sind. Wir werden diese Kooperation, die wir vor vielen Jahren begonnen haben, in Zukunft auch weiter verstärken und weiter ausbauen. Es ist ja so, Pfarrer Stindler geht im Jahr 2023, ich ein Jahr später in Ruhestand, und dann werden die Gemeinden mehr miteinander kooperieren. Wir begeben uns gerade auf den Weg und es ist ein spannender Weg und wir erbitten, dass es ein von Gott gesegneter Weg ist. Jetzt aber feiern wir Christi Himmelfahrt. Und Christi Himmelfahrt ist ja immer so ein unanschauliches Fest. Also, als Kind habe ich mir wirklich vorgestellt, Jesus fährt in den Himmel auf, wie so Silvesterrakete. Zitt, dann ist er oben. Und das ist die Anschauung des Kindes. Aber so ist es natürlich nicht. Es ist ja vielmehr so, dass Jesus aus der für uns sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt Gottes hinüberwechselt. Diese Welt, die ganz nah bei uns ist, aber die eben nicht zu sehen ist. Und was löst das bei den Jüngern aus, als sie das miterleben? Angst, Sorge, Enttäuschung, jetzt ist er weg. Nein, in der Lesung hören wir gleich, es löst Freude aus. Und warum löst es Freude aus? Weil die Jünger schon ahnen, aus dieser unsichtbaren Welt Gottes heraus wird Jesus für uns handeln. Er stärkt uns mit der Kraft aus der Welt Gottes. Er sendet seinen Heiligen Geist. Wer in einer Beziehung mit Jesus Christus anfängt zu leben, kann genau das erfahren. Jetzt singen wir miteinander das erste Lied vom Liedblatt.
gen Himmel aufgefahren ist. Der ist auch auf dem Liedblatt abgedruckt. Wir sprechen gemeinsam. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, begrüßt unseren Gott mit Freudengeschrei. Jahwe ist der Höchste, vor ihm erschrickt alles. Er, der große König, regiert die ganze Welt. Gott ist zu seinem Thron hinaufgestiegen. Unter Jubelrufen und Hörnerschall nimmt er ihn ein. Singt und spielt zu Gottes Ehre. Singt und spielt zur Ehre unseres Königs. Denn Gott ist der König der ganzen Erde. Preist ihn mit eurem schönsten Lied. Gott herrscht über alle Völker. Er sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Großen der Völker kommen herbei. Sie versammeln sich mit dem Volk, das dem Gott Abrahams gehört. Ihm unterwerfen sich die Mächtigen der Erde, denn er steht hoch über ihnen allen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr Jesus Christus, dich können wir nicht sehen. Und manchmal ist das schwer für uns auszuhalten und uns kommen Zweifel. Schenk uns immer wieder neues Vertrauen zu dir, auch jetzt in diesem Gottesdienst, dass wir vertrauen können, dass du mitten unter uns bist, dass du uns beistehst, uns beschützt, dass du uns wirklich gute Wege führst und du voller Liebe zu uns bist. Und dann wollen wir uns wieder von dir senden lassen, um anderen Menschen von dir, von deiner Kraft und deiner Liebe zu erzählen. Amen. Ich lese die Schriftlesung aus Lukas 24, Vers 44 bis 53. Jesus begegnet noch einmal seinen Jüngern nach dem Osterfest und dann sagte Jesus zu ihnen, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte er ihnen, der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet.
Darauf führte Jesus sie aus der Stadt heraus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Und sie warfen sich vor ihm nieder, dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Halleluja. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser Predigtext ist ein bisschen ungewöhnlich aus der Offenbarung des Johannes. Direkt im ersten Kapitel einige Verse, die auch sehr an Christi Himmelfahrt erinnern. Und zwar die Verse 4 bis 6. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der war und der kommt, von den sieben himmlischen Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. Und er ist der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns durch sein Blut von unserer Schuld befreit. Er gibt uns Anteil am Reich Gottes und mach uns zu Priestern, die Gott seinem Vater dienen. Er regiert in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Liebe Gemeinde, man hört das manchmal, gerade im Zusammenhang, wenn jemand verstorben ist, dass die Leute sagen, naja, es ist noch keiner zurückgekommen. Oder auch dann, wenn es einfach darum geht, was erwartet uns eigentlich nach unserem Leben hier auf der Erde, wenn wir gestorben sind. Ja, es ist vom Himmelreich die Rede. Es ist noch keiner zurückgekommen, sagen die Leute. Und vielleicht ist das so ein bisschen dahergesagt, ein bisschen resignierend, ein bisschen vielleicht sogar auch zweifelnd. Aber eigentlich erstmal finde ich diese Redensart gar nicht so schlecht, nicht nur schlecht, denn sie drückt eine Sehnsucht aus. Sehnsucht, mehr zu wissen und auch Sehnsucht darüber, dass wirklich noch mehr ist. Also für unsere Verkündigung, da ist das doch eigentlich etwas Gutes, denn wir wollen ja gerne, dass die Leute interessiert sind. Aber, natürlich muss man dann direkt entgegen, es gibt schon jemanden,
der zurückgekommen ist, immerhin für 40 Tage, nämlich Jesus Christus selbst. Und deswegen sagt der Seher Johannes auch, dass Jesus als Zeuge auftritt. Ja, er kann wirklich bezeugen, was im Himmelreich ist, wie das eben ist, wenn man auferstanden ist. Ja, er kann das bezeugen, dass das ewige Leben auf uns wartet. Und er ist ja schließlich, als er auf die Erde gekommen ist, da ist er vom Himmel gekommen. Also der Himmel ist immer schon seine Heimat gewesen. Also es gibt schon jemanden, der uns etwas erzählen kann, der uns etwas erzählen konnte und der das auch gemacht hat, nämlich Jesus selbst. Der hat das getan. Der hat das ja schon in der Zeit vor seiner Kreuzigung, als er hier auf der Erde gewirkt hat, da hat er den Jüngern einiges erzählt vom Himmelreich, manchmal auch sogar sehr plastisch, von dem Haus des Vaters und den vielen Wohnungen, dass er selbst persönlich uns die Städte bereitet, also doch einiges uns offen gelegt. Und nach seiner Auferstehung, da war er dann 40 Tage hier auf der Erde und hat bezeugt, nämlich sein ewiges Leben und auch unser ewiges Leben. Er hat uns gesagt, dass er möchte, dass wir dann auch einmal sind, wo er ist, dass er uns alle zu sich zieht. Ja, vieles von dem, was in unserem Predigttext steht, das haben wir schon Ostern gehört, dass Jesus uns unsere Sünde vergeben hat, dass wir deswegen bei ihm im Himmel einmal wohnen dürfen, das haben wir in diesem Kirchenjahr schon gehört. Das könnte man ja eigentlich denken, man schließt sich das alles, da sind wir gut weggekommen dabei, ja noch mehr können wir doch eigentlich nicht verlangen. Ja, verlangen können wir sowieso eigentlich gar nichts, aber Jesus macht trotzdem noch mehr. Und das sagt uns der Seher Johannes, er macht uns zu Priestern. Also uns in der evangelischen Kirche ist das vielleicht sogar noch ein etwas vertrauter Begriff, weil Martin Luther gesagt hat, es soll auch das Priestertum aller Gläubigen gelten, also so, dass wir tatsächlich alle Priester sind. Aber trotzdem, das gilt es erstmal umzusetzen. Und auch im Gedanken, er soll umzusetzen, denn das heißt eben, dass wir nicht einfach nur dabei sein dürfen und im Himmelreich da sein dürfen, vielleicht in der hintersten Reihe irgendwie sitzen und zugucken können. Nein, wir dürfen mitgestalten, wir dürfen mitregieren, wir sind alle in der ersten Reihe. Das muss man sich erstmal klar machen, wie Jesus uns da aufwertet. Das heißt, wie also auch Christi Himmelfahrt uns aufwertet, denn Jesus ist jetzt dort in der Regierungszentrale, da dürfen wir auch einmal hin. Da dürfen wir nicht nur mal gucken, wie es dazugeht, sondern wir dürfen richtig mitmachen. Wie das ist, das erfahren wir zum großen Teil von hier auf der Erde. Denn wenn man einfach nur dieses Stichwort sagt, wie Jesus dem Petrus dreimal gesagt hat, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Also da hat er dem Petrus einen Auftrag gegeben, der dann letzten Endes an die ganze christliche Gemeinde gegangen ist. Ja, nachdem Jesus das gesagt hat, ist er ja aufgefahren in den Himmel. Und da ist es jetzt ja nun so, dass er eben nicht nur Israel regiert, sondern dass er von der Regierungszentrale aus beim Vater die ganze Welt regieren kann. Also deswegen ist vor allem hier in Deutschland für uns Himmelfahrt so ein Freudentag, dass wir nicht einfach nur mal so ein bisschen mitbekommen können, dass Jesus in Israel regiert und wir denken würden, ach, hätten wir doch eigentlich auch gerne. Nein, er regiert auch hier in Mitteleuropa, er regiert auch bei uns. Und was wir auch schon hier auf der Erde erfahren können, dass uns eben Jesus als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Dienst nimmt und annimmt, oder setzt er viel Vertrauen in uns. Er vertraut uns einiges an. Er vertraut uns erstmal die Menschen, also uns gegenseitig vertraut er uns an, dass wir uns gegenseitig eben als Schafe weiden dürfen und sollen, dass wir also gut füreinander sorgen sollen. Das ist schon einiges Vertrauen, dass Jesus uns praktisch seine Menschen, seine Kinder anvertraut. Er vertraut uns noch mehr an, er vertraut uns auch sein Wort an. Er vertraut uns das an, so dass wir es weiter transportieren sollen als wertvolles Gut. Es soll unversehrt weitergegeben werden. Das hört sich selbstverständlicher an, als es ist. Manchmal ist es so, dass Gottes Wort verdreht wird. Dann kommt es nicht unversehrt bei den Menschen an. Es ist uns wirklich anvertraut. Es soll unversehrt weitergegeben werden. Ja, und wenn wir dann einmal Abendmahl feiern, haben wir auch eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Wir dürfen sein Gastmahl, Jesu Gastmahl dürfen wir ausrichten, und das ist schon etwas sehr Wertvolles, was er uns da anvertraut hat. Also schon einiges an Vertrauen, was Jesus hier auf der Erde schon in uns setzt, wie wir da wirklich als Priester mitgestalten dürfen.
Das heißt also, so prophetisch und zukunftsweisend, die Offenbarung des Johannes zwar eigentlich an vielen Punkten auch ist, das sind Dinge, die haben wir jetzt schon. Und wenn wir dann im Himmelreich einmal ankommen werden, aber wir können uns das vorstellen, wir können auch ruhig so an die Königshäuser in anderen Ländern denken, wo wir oftmals so vieles an Fernsehübertragungen erfahren und sehen können. Vieles, was es in Deutschland ja meistens nicht so viel zu sehen gibt, aber in vielen anderen Ländern ja schon. Richtig, so Königshäuser mit einem großen Thronsaal, wo normalerweise nicht jeder rein darf. Und da können wir uns jetzt vorstellen, wenn wir im Himmelreich ankommen, dann dürfen wir direkt zu dem Thronsaal durch. Also da müssen wir nicht irgendwo an einer Pforte erstmal anhalten und wird nachgefragt, darf der überhaupt rein? Wir haben richtig eine Eintrittskarte, wir können sagen, wir sind die Mitarbeiter. Wir können sagen, wir sind die Königskinder. Wir können sagen, der König hat uns eingeladen. Wir dürfen richtig direkt durch. Ja, da kommt dann vielleicht schon nochmal der Gedanke, dass wir uns fragen, wieso bevorzugt uns eigentlich Jesus so? Die Antwort in unserem Predigtext, die ist ziemlich kurz. Er liebt uns. Aber mehr Begründung braucht es auch gar nicht. Das ist tatsächlich diese unbändige Liebe Jesu Christi, dass er sogar vieles erlitten hat, sein Leben dafür hergegeben hat. So sehr liebt er uns. Und mehr Begründung braucht man ja gar nicht, um zu sehen, wie wertvoll wir tatsächlich Jesus sind. Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dir so wertvoll sind, dass du uns sogar nicht einfach nur annimmst, nicht einfach nur so mit der linken Hand mal annimmst, sondern dass du uns sogar in den Dienst nimmst, dass wir deine Kinder sein dürfen, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir uns Priester nennen dürfen. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir bitten dich darum, dass uns das wirklich in unserem Leben froh machen darf und dass dies heute dann für uns insbesondere auch ein Freudentag sein darf. Amen. Dann singen wir nun das nächste Lied, ich glaube sogar das letzte Lied auf dem Liedblatt, Jesus Christus herrscht als König, auf der Rückseite des Liedes. Gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir haben doch noch ein Lied gefunden in dem Liedblatt, im Innenteil. Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine Nachfahrt gründe. Das wollen wir jetzt sehen. Mitarbeitern, die wie in den letzten Jahren hier so vieles schon vorbereitet haben, angeschleppt haben und die Dinge bedienen. Vielen Dank für euren Einsatz. Wir wollen jetzt, ja, könnt ihr euch klatschen. Oder unten von mir aus. Wir wollen jetzt Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, du bist mächtig über alle Mächte. Wir preisen dich, den Herrn aller Herren und König über alle Völker. Mehre unser Vertrauen auf deine Stärke. Dir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Deine Königsherrschaft währt ewig. Lass uns Bürger deines Reiches sein, Himmelskinder. Gib uns Anteil an deinem Reich, das von der Liebe bestimmt ist, nicht von Eigensucht und Grimm. Mach uns frei von der Herrschaft des Geldes, dem Allmachtsanspruch von Werbung, Profitdenken und Konsum. Mach uns frei von der Macht menschlicher Möchtegern-Erlöser, falscher Propheten und Führer. Brich die Diktatur der großen und kleinen Tyrannen.
gib unserem Volk und anderen Völkern mehr Politiker, die sich von deinem Wort und deinen Geboten leiten lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, gib, dass wir in deiner Kraft wirken können für ein Leben, das Sinn und Erfüllung gibt. Für eine Gesellschaft, in der Menschen einander mit Achtung begegnen, einander Hilfe und Fürsorge schenken. Gib deiner Kirche neue Klarheit und Entschiedenheit, dich zu bekennen als den einen, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, Friedefürst und Heiland. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die diesen Tag als sogenannten Vatertag begehen, für alle, die vergeblich Freude für ihr Leben suchen und ihren Kummer im Alkohol ertränken wollen. Herr Jesus Christus, führe sie zur Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Lass sie erkennen, dass die wahre Freude des Lebens du bist, dass es Erfüllung bringt, dich zu kennen, bei dir Kraft und Hoffnung zu finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir wissen von den vielen Flüchtlingen, die aus Hunger und Krieg aufbrechen, um neue Lebensmöglichkeiten zu finden. Einige Flüchtlingsfamilien leben unter uns, Christen, Muslime oder Andersgläubige. Gib, dass sie in uns freundliche Mitmenschen finden. Gib, dass die Ursachen der Verzweiflung beseitigt werden. Hilf zu gerechten Handelsbeziehungen in unserer Welt, damit alle Menschen in ihrer Heimat ein Auskommen haben. Hilf, dass alle Menschen in ihrer Heimat in Gerechtigkeit und Frieden leben können. Lass uns und unsere Politiker für eine solche Welt wirken. Deine Königsherrschaft bringt Recht und Frieden zu allen Menschen. Wir preisen dich, unseren auferstandenen und erhöhten Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie es uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, sieh uns freundlich an und gib uns Frieden. Amen.